Ja, Freunde, stell dir vor, du hast zu Hause eine Leuchte und würdest die gerne dimmen. Und wie einfach das geht, das zeige ich dir in diesem Video. Bleib dran, nach dem Intro geht's los. So, schön, dass ihr noch da seid, das freut mich. Wie gesagt, jeder hatte das vielleicht mal. Ja, du hast zu Hause deine Leuchten, funktionieren ganz normal mit dem Schalter, denkst dir, machst neue Leuchtmittel rein und die sind dimmbar und du sagst, ich würde die gerne jetzt dimmen. So, oft hat man das Problem, das ist gar nicht so leicht, so eine Leuchte zu dimmen, ja, weil es oft mit ein bisschen Aufwand verbunden ist und dahingehend hat sich die Firma Theben Gedanken gemacht und hat einen tollen Unterputzdimmer rausgebracht, ja, der die Sache hier wirklich ganz einfach und kinderleicht macht. Und zwar kann man das ganz einfach realisieren mit dem D-Max 540 Plus B von der Firma Theben. Ihr seht, der ist wirklich winzig klein, darum hat er auch den Spitznamen Dimmerle. Ja? Das ist nämlich sozusagen eigentlich der kleinste Dimmer der Welt, ja? Denn er ist kaum größer als ein 2-Euro-Stück. Ja? Also passt problemlos in jede Unterputzdose. Auch ein sehr großer Vorteil, werden wir auch gleich sehen, ist, man hat nicht immer im Schalter drin einen Neutralleiter. Und der 540 Plus B, der braucht keinen Neutralleiter. Das Dimmerle hat keinen Neutralleiter, wird nicht benötigt. Das heißt, auch wenn du im Schalter wirklich nur die Phase hast für den Schalter und den Lampendraht, ja, die Lampenader, dann reicht das schon völlig aus mit dem Dimmerle kannst du den problemlos anklemmen und kannst deine Leuchten dimmen. Der funktioniert auch mit bis zu 100 Metern Leitungslänge. Ja. Zudem wurde noch die Dimmgeschwindigkeit von 0 auf 100%, ja, von 3,5 auf 5 Sekunden verlängert. Und natürlich auch neu die attraktive Farbe in dem schönen Leuchtgelb. Und bevor ich jetzt anfange, auch ganz wichtig, ja, Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, natürlich unter der Einhaltung der 5 Sicherheitsregeln. Ich habe jetzt hier freigeschaltet, auch gemessen, es liegt hier definitiv keine Spannung an. So, und als allererstes muss der Schalter raus. So, ganz oft findet man das so vor, wie ich es hier simuliert habe. Ihr seht, in der Schalterdose haben wir keinen Neutralleiter. Das ist für unser Dimmerle kein Problem. Das ist auch der große Vorteil von unserem Dimmerle von Theben. Der braucht nämlich keinen. Anschließend wird der Schalter ausgebaut und es kommt ein ganz normaler Taster rein. Ganz normal einmal Phase. Und dann kommt unser Dimmerle zum Einsatz. Ja, der braucht auch einmal Phase, das heißt, der kommt hier mit rein. Dann brauchen wir einmal den auf den Tastausgang, ja, kommt da mit rein und einen haben wir noch übrig, der kommt dann auf die Leuchte drauf. Und schon ist unser Dimmerle fertig angeschlossen und ihr seht, es ist noch ausreichend Platz da hinten, selbst wenn ich den jetzt da verschwinden lasse, ja, habe ich hier keine Probleme. Das heißt, auch in flachen Dosen sehe ich hier keine Probleme. Anschließend den Taster einfach wieder einsetzen. Dann kommt die Wippe wieder drauf. So, und wir haben umgerüstet. Ja? Jetzt schalten wir mal wieder zu und gucken wir mal, wie toll das funktioniert. So, nachdem ich wieder eingeschaltet habe, ja, seht ihr schon, einmal tasten. Das Licht geht an. Wenn du jetzt mit dem Finger auf dem Taster drauf bleibst, dimmst du hoch. Nochmal drauf drücken, dimmst du runter. Zack, tolle Sache. Einmal tasten, geht er wieder aus. Was auch toll ist, er hat eine Memory-Funktion. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt beim nächsten Mal wieder einschalte, geht er nicht auf 100%, sondern speichert den letzten Zustand. Ja? Das heißt, wir hatten ja runtergedimmt und wenn man nochmal drauf tastet, dann kommt der letzte Zustand, wird auch wieder so geschaltet. Also wirklich tolle, tolle Sache. Also der Dimmerle, der süße kleine Dimmerle, ja, der bietet optimierte Einstellungen für Glüh- und Halogenlampen, ja, ist aber auch kompatibel mit dimmbaren LEDs von 2 bis 150 Watt.
Die Standby-Leistung, das ist wirklich kaum nichts, ja, das sind um die 0,34 Watt. Ja. Er ist geeignet für R- und C-Lasten und ihr seht, die Umrüstung, die ist wirklich, wirklich ganz, ganz einfach. Ja. Der Dimmerle ist wirklich sehr klein, passt wie gesagt in jede Unterputzdose. Das heißt, wenn ich mir zu Hause jetzt Leuchtmittel hole, die dimmbar sind und würde die gerne auch dimmen, dann ist hier unser Dimmerle von der Firma Theben die richtige Lösung dafür. Ja. Also wirklich tolle Sache, funktioniert tadellos. Jetzt ist es beim Dimmerle auch so, die Elektronik, die ist ja komplett vergossen, ja, was natürlich auch dazu beiträgt, dass hier der höchstmögliche Brandschutz gegeben ist, denn er verfügt über eine Temperatur- und Überstromabschaltung sowie eine Kurzschlusssicherung, ist integriert im Dimmerle. Ja, und zum Schluss jetzt noch eine kurze Frage an euch, ja, setzt ihr auch Unterputz-Mini-Dimmer ein und wenn ja, wofür? Schreibt es mir unten gerne in die Kommentare, ich würde mich freuen. In diesem Sinne war es das auch schon von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann drück bitte unten auf Abonnieren, das würde mich freuen. Ansonsten, ich verlinke dir die Seite von der Firma Theben unten in der Videobeschreibung und dort kannst du dir noch Informationen über das kleine Dimmerle holen. Ja? Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.